Transport des Flugzeugträgers Gerald R. Ford begonnen. Die Gerald R. Ford-Klasse zählt zur neuesten Generation von Flugzeugträgern des US-Militärs. Der neu entwickelte Träger kostete rund 13 Milliarden US-Dollar. In den kommenden Tagen sind umfassende Tests der Schiffssysteme geplant. Eigentlich sollte das erste Schiff der Gerald R. Ford-Klasse bereits vor 3 Jahren in Betrieb genommen werden. Zwischenzeitlich gab es gravierende Probleme. Die Entwicklung wurde rund 2,5 Milliarden US-Dollar teurer. Die ersten Testfahrten verzögerten sich. Der US-Präsident Donald Trump hielt vor kurzem an Deck des Trägers eine Rede. Er kündigte an, die Militärausgaben zu erhöhen, um die Macht der USA im Ausland zu demonstrieren. Wer hat die besten Kriegsschiffe? Darüber streiten sich offenbar gerade die Russen und die Briten und übergießen sich gegenseitig mit Spott. So machen sich etliche Briten über den russischen Flugzeugträger Admiral Kusnezow lustig, höhnten in Zeitungen, es sei das marodeste Kriegsschiff der Welt, lachten über den schwarzen Rauch wie bei einem Dampfschiff. Dabei ist das Russlands einziger Flugzeugträger und somit ganzer Stolz. Genauso begeistert präsentierten die Briten gerade ihre HMS Queen Elizabeth, die von Schottland aus auf Jungfernfahrt ging. Sie ist das größte und stärkste Kriegsschiff, das jemals für die Royal Navy gebaut wurde. Russland hätte daran sicher Interesse, so die Briten, man werde mögliche Spione